Okay, tschüss Nisa, viel Spaß. Tschüss. Ciao. Okay, Leute, ich muss mich jetzt beeilen. Oh Gott, ich habe eine Klammer in den Haaren. Also, wir haben jetzt ungefähr 15 Uhr und meine Schwester hatte am 8. April Geburtstag. Wir konnten aber nicht feiern, weil wir sind halt aus New York gekommen. Wir haben es halt nicht geschafft, irgendwas vorzubereiten oder was auch immer. Heute ist Samstag und morgen ist Sonntag und morgen haben wir eine Überraschungsfeier uns vorbereitet, überlegt. Machen wir eine Überraschungsparty morgen. Dafür muss ich jetzt das Geschenk kaufen gehen. Leute, ihr checkt nicht. Ich habe so ein geiles Geschenk. Sie wird so ausrasten. Es sind eigentlich sogar zwei Geschenke. Dann muss ich Deko kaufen. Oh mein Gott, Leute, ich habe so viel geplant. Ich mache mich jetzt mal ready und dann geht's los. Wir bereiten alles für morgen vor und es wird der geilste Geburtstag, denn sie wird 10. Seht ihr diese große Box in unserem Flur? Hier ist tatsächlich auch eine Überraschung drin. Was hier drin ist, ich habe selber noch nicht geöffnet, aber ich glaube, es ist wirklich sehr, sehr geil. Das werden wir aber morgen erst brauchen. So Leute, ich bin jetzt angekommen im ersten Laden und zwar in einem Ballonladen. Und ich würde sagen... Auf jeden Fall dann erstmal so Deko-Sachen mitgenommen, also so Teller, Becher, eben alles für den Kuchen. Leute, wir haben ein kleines Problem. Dieses Einhorn ist einfach fast so groß wie ich. Seht ihr das? Ich habe keine Ahnung, wie ich den in mein Auto bekommen soll, weil der passt nicht rein. Vor allem, ich muss ja auch noch die reintun. Wieso habe ich den überhaupt gekauft? Aber der ist so süß. Ich habe den, das Einhorn habe ich jetzt reinbekommen, aber jetzt müssen ja noch die Zahlen rein. So, ich muss die jetzt irgendwie hier reindrücken. So Leute, alle Ballone sind jetzt drin. Das Problem ist nur, ich habe Angst, wenn ich den Kofferraum zumache, dass einer von den Ballonen jetzt platzt. Aber ich muss es jetzt zudrücken. Ich werde jetzt diesen Knopf drücken. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Falls es ein bisschen laut ist, ich habe die Klima angemacht, weil sie hat gesagt, mein Auto darf nicht zu warm sein, weil die sonst platzen können. Und die waren sehr teuer, ne? Ich habe gerade wirklich, Leute, wisst ihr, wie viel Geld ich gerade ausgegeben habe? Sie hat mir Rabatte gegeben, was ich echt lieb fand. Also Grüße gehen an dich raus, falls du das siehst. Sie hat mir Rabatte gegeben. Ich liebe Rabatte. Ich glaube, ich habe fast 100 Euro gezahlt. Dann war ich auch schon beim Lego-Store und da habe ich sehr verschiedene Sachen mir angeguckt. Ich wollte heute tatsächlich etwas Größeres kaufen, weil ich normalerweise Nisa immer so kleinere Sachen geholt habe. Und ich habe dieses Disney-Schloss gesehen, Leute. Das Problem war halt nur der Preis. An sich, das ist mega geil. Wir waren ja auch zu dem Geburtstag. Letztes Jahr war das, glaube ich, im Disneyland. Es hätte perfekt gepasst, aber es kostet 400 Euro. Nee, geht nicht. Tut mir leid. Wenn es einen Preis geben würde für den dümmsten Menschen der Welt, Leute, ich wäre wirklich erster Platz. Ich wollte ihr dieses Disney-Schloss kaufen. Habe ich auch gekauft, das ihr gerade seht. Ich dachte mir so, voll cool, da sind alle Prinzessinnen dabei. Leute, ich habe ihr das schon mal gekauft. Vor ein paar Monaten habe ich ihr das schon gekauft und ich habe es vergessen. Und jetzt habe ich es einfach doppelt gekauft. Später seht ihr auch Nisas Reaktion, wenn sie es mir sagt. Wirklich, Leute, wieso passiert mir immer sowas? Ich habe immer irgendwelche Probleme. Also wirklich, wieso? Ich habe... Oh. Leute, wir haben ein sehr großes Problem und ich bin das Problem. Ich habe einfach vergessen zu filmen. Wir haben jetzt auf jeden Fall alles schon vorbereitet. Hier sind jetzt die Geschenke. Das ist der Kuchen. Diesmal habe ich einen kleineren Kuchen genommen. Also der Kuchen war auch viel günstiger als die, die ich normalerweise genommen habe. Weil ihr wisst, ich wurde so ab und zu, habe ich sehr viel Kuchen gezahlt. Deswegen habe ich jetzt einfach mal so ein bisschen süßeren, kleineren genommen. Aber ich finde den trotzdem richtig schön. Mein Einhorn. Hier ist das und dann haben wir hier die 10, die finde ich sowieso am geilsten. Und hier haben wir nochmal eine 10, ich weiß nicht, wieso wir es zweimal haben, aber ist egal. Ich habe euch einfach vergessen zu zeigen, was für Geschenke ich geholt habe, deswegen... Es tut mir wirklich so leid. Ich habe euch einfach vergessen zu zeigen, was für Geschenke ich gekauft habe, auf jeden Fall. Das da ist ein Lego-Set, wo man Blumen machen kann. Das habe ich gratis bekommen, weil wenn du über 150 Euro was kaufst, kriegst du das gratis. Und das da ist nämlich auch von Lego und das hat über 150 Euro gekostet, deswegen habe ich es gratis bekommen. Disney Prinzessin. Prinzessinnen Schloss, also mit allen, die es gibt. Elsa, Anna, Schneewittchen. Hier ist ein pinkes iPad drin, weil ich habe ein iPad geholt, weil sie jetzt in der 4. Klasse ist und sie hat eins von der Schule bekommen. Will halt ihr iPad eigentlich natürlich behalten, aber sie muss es natürlich abgeben, weil sie kommt jetzt in die 5. Klasse. Deswegen dachte ich mir, ich hole ihr eins, weil damit lernt sie immer und benutzt es auch für die Schule. Deswegen fand ich das ganz cool. Habe ich noch eine Hülle fürs iPad geholt. Da ist aber das Problem, das ist grau, weil es gab keine andere Farbe. Ja,
Letztes ein Apple Pencil, weil ich finde, wenn man ein iPad hat, braucht man auf jeden Fall ein Apple Pencil, weil das geil ist. Ich habe jetzt noch so eine Konfettikanone vorbereitet, weil wenn sie jetzt gleich hochkommt, passt. Das Geilste ist, man kann die Farbe verstellen. Zum Beispiel, ich mache jetzt mal blau. Ich kann es auch heller machen. Wartet, wie mache ich es heller? Hier, seht ihr, ich kann es auch stärker machen. Oh mein Gott, und jetzt machen wir zum Beispiel grün. Das ist schön, oder? Aber ich muss sagen, blau sah halt auch krass. Oh, wow. Lila. Mama, findest du lila am schönsten? Nee, rosa, ne? Ja, rosa. Ich wurde jetzt gezwungen, auch einen pinken Pullover anziehen, weil anscheinend soll ich auch pink sein. So, jetzt bin ich auch pink. Ich sehe die Treppe, ich muss die Treppe. Hallo, okay. Wo ist die? Noch? Ja, weiter. Warte. Schritt nach vorne. Okay. 1, 2, 3. Alles gut. Schau mal das Einhorn. Aber das hast du schon gesehen, gell? Ja, das habe ich schon gesehen. Und hier sind die Geschenke. Hier ist ein Kuchen. Oh mein Gott. Oh, wie du kutos, Anne. Gerne. Oh. 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 Gerne. Bunu biliyorum zaten. Ist? Ein Apple Pencil. Ein Apple Pencil. Ne, habe ich auch. Ja, für was brauchst du es, denkst du? Für iPad? Für das iPad für die Schule brauchst du das. Oder hattest du schon eine Apple Pencil für dein Ding? Echt? Ja. Aber du hast mir doch gesagt, der ging nicht. Weil der Akku leer ist. Ach so, wir dachten, der ist kaputt. Oh, okay, wir hören die Jacken. Deshalb haben wir ihren Apple Pencil geholt. Warte. Die lacht. Eine Hülle für dein Apple Pencil. Das ist eine Hülle für dein iPad. Ja, danke. Oh, jetzt kommt das nächste Geschenk. Ich wusste es. Und es ist pink. Teamwork macht man gemeinsam. Oh, aber ich okay, muss die sagen, Farbe ist echt cool. Ich finde, es sieht nicht aus wie pink. Ich finde, es sieht aus wie rot. Aber es ist pink. Boah, das ist aber eine sichere Hülle. Also. Ja. Oh toll, das ist wie ein Laptop jetzt. Das war gratis, also das konnte ich gar nicht entscheiden, ob ich das will, aber ich meine, das kann ich nicht. Hey, ich find's echt, du liest da so Blumen was. Wow, was ist da wohl drin? Oh mein Gott! Ich glaube, ich hatte das schon mal. Was? Nein, was heißt denn? Oh mein Gott. Doch, ich hatte das, glaube ich, schon mal. Ich hatte das schon mal mit dem Mann. Hast du toll gemacht, Bruder Herz. Dann die Sonne. Go bitch, go bitch, go bestie.